Willkommen zurück zu einer weiteren Folge in Pollen. Und ich suche hier verzweifelt irgendwie des Rätsels Lösung. Was haben wir denn hier so? Das ist der Aufbau der Basis. Das ist dieser Schaltplan. Den haben wir auch schon gebraucht ganz am Anfang. Wir haben jede Menge Kassetten, die wir auch eigentlich alle gehört haben. Bis auf die zwei, die sind irgendwie verschlüsselt. Und wir haben diesen Schlüssel. Grün, B. Und noch ein Dia. Das müsste man sich mal anhören gehen bei Gelegenheit. Müssen wir nochmal zurück in die Mannschaftsquartiere. Da können wir das hier einlegen und schauen. Huch. Was war denn das? Und wir haben noch hier diese komische Tür, die zu ist, wo keiner weiß, wie man die aufkriegt. Ich habe ja vermutet, wir könnten die mit diesem Antischwerkraftstrahl, genau, Antischwerkraftstrahl, könnte man die vielleicht aufmachen. Aber dem war nicht so. Und dann haben wir versucht, das hier über diese Dinger irgendwie umzuleiten. Das geht auch nicht. Kann da auch nicht reinspringen. Also irgendwie, weil ich habe schwer die Vermutung, hier geht's weiter. Aber wir können hier nichts machen. Och nee, gell. Okay, das erklärt vieles. Wir haben den grünen Schlüssel, jetzt brauchen wir noch einen blauen Schlüssel. Ach du Scheiße, das heißt, wir müssen jetzt alles absuchen nach dem blauen Schlüssel. Boah, und dabei gucke ich schon alles so exakt durch. Habe ich den jetzt tatsächlich irgendwo übersehen? Ach, bitte nicht, ne? So, hier waren die Aufzeichnungen. Ich gucke doch schon wirklich sehr genau überall rum. Was ist das denn? Ach, hier kann man sich irgendwie... Da kann man sich die Augen auswaschen oder so. Ach ja, genau. Da oben ist ja ein Zeichen dafür, genau. Für den Fall, dass hier mal einen kleinen chemischen Unfall gibt oder so. Okay, hier die Schränke habe ich nicht reingeguckt. War ich wohl doch nicht so genau in der letzten Folge oder vorletzten Folge. So. Was das hier sein soll, keine Ahnung. Long-Term Isolation in Space, das haben wir schon gesehen. Pharma Industries. So, hier liegen diese ganzen Dinger rum. Woher stehen nun so ein Krams? Essen. Zwei Krankenbetten. Müssen wir vielleicht hier die ganzen Schränke aufmachen? Da habe ich echt nicht reingeguckt bei der Inne, als wir hier waren. Nee, ne? Das glaube ich jetzt nicht. Mitarbeiter Nummer KA, Name des Mitarbeiters Tobi. Geburtsdatum 5.7.89. Gewicht 4 Kilo? Ach, das ist die Katze! Das ist die Katze! Entwurmung! Die Katze entwurmt. Super, das ist ja krass. Das ist ja der Hammer. Ich dachte gerade, wieso denn Gewicht 4 Kilo? Weil eine der Mitarbeiterinnen hier ist ja schwanger geworden. Da dachte ich schon, die hätte hier Nachwuchs bekommen. So, Krankenakte von Ian Lam. Größe 1,83, Gewicht 85 Kilo, frühere Beschwerden, mehrere Bienenstiche, Cartiso. Bewusstlosigkeit nach Elektroschock getestet, FSH hoch, Oxytocin sehr hoch, Dopamin niedrig. Das sind alles die Auswirkungen von diesem komischen Organismus. So, noch eine Krankenakte. Von Philipp Pohl. Größe 1,80, Gewicht 74 Kilo. Frühere Beschwerden? Keine. Während Dienst? Sehtest? Okay.
L2060, rechts 2080, 21.01.95 getestet, FSH sehr hoch, Oxytocin sehr hoch, Dopamin niedrig. Ja, das ist dieses typische Symptom. So, die noch. So, Karen Kowalski. Frühere Beschwerden, mentaler Stress und Familienprobleme. Aha. Während Dienst, Fingerfraktur, Gips, 2 Wochen Ruhe. 10.01. STD, Blutprobe negativ. Na, geh zu, du Schrank. Jetzt, so. So. Amanda Pohl, frühere Beschwerden, FSH sehr niedrig, während Dienst, Überdehnung, 2. Knieband. Schwangerschaftstest negativ, aber FSH erhöht, getestet FSH sehr hoch, Oxytocin sehr hoch, Dopamin niedrig. Ja, wie immer und überall, Dopamin niedrig, und da ist leer. So, was haben wir hier? Karottenpaste, lecker, Powershaker, Injektionskram. Ich dachte, ich hätte hier alles durchgeschaut. Habe ich das echt vergessen? Boah, das ärgert mich jetzt. So. Aber hier die Zeichnungen, die hatte ich doch, glaube ich, geguckt. Oder war das woanders? Handschuhe. Ja, da. Ein Schlüssel. Der Schlüssel C. Gott sei Dank. Einen haben wir. Ja, sehr cool. Einen Schlüssel haben wir. Vasili Romanchek. Feuerzeug. Ach, das hat ja Karen gesagt irgendwann, dass sie das Feuerzeug gefunden hat von Vasili. Das ist ja echt cool. So, und dann gehen wir doch mal jetzt zurück, würde ich sagen. Und dann können wir diesen zweiten Schlüssel auch direkt da reinpacken. So. Hallo? Passiert nichts. Okay, aber Schlüssel ist drin. Jetzt stellt sich mir die Frage, woher kriegen wir den roten Schlüssel? Und ich vermute fast, wir kriegen den aus der anderen Dimension. Sie hat man schon mal versucht und es ging einfach nicht, ne? Ach, Moment mal. Moment mal. Wir haben hier diesen Schwerkraftstrahl, um schwere Lasten zu bewegen. Wir müssen das Ding hier vielleicht wegmachen. Wir müssen das Ding wegmachen und darunter liegt vielleicht was. Darunter liegt vielleicht das, was wir brauchen. Das ist doch mal, ist zwar weit hergeholt, aber ich denke mal, das ist irgendwie, könnte das die Lösung sein. Weil das ist ja so ein schwerer Schrank, der da umgefallen ist. Das testen wir mal. So, gehen wir mal hier zu unserem, wir müssen in den Control Room, ne? Ja, genau, Control Room müssen wir. Aufgehen bitte, danke. So, der Reaktor ist immer noch zu. Ne, nicht Control Room. Mist, wir hätten müssen nur mit dem Aufzug hochfahren, ich Idiot. Also nochmal zurück.
So, hier ist doch dieses Kontrollpult, dieses Bedienpult dafür. So, hier mal Strom drauf. So. Und den hier. Da hinten in die Ecke. So, ein bisschen runter. So, dann müssen wir es noch ein bisschen drehen. Ach, guck mal da. Guck mal da, das funktioniert tatsächlich. So, wir heben das mal rüber. Das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Oh, wir lassen das Ding einfach mal an, würde ich sagen. Mal nämlich da hinten schauen gehen. Das ist echt mal, das ist mal eine coole Sache. Können wir nämlich mal hier gucken, was da liegt. So, und da liegt nämlich noch ein Stiefel mit einer Beinprothese und die ist nämlich das Teil, womit wir in die andere Dimension kommen. Hoffe ich mal. Ja. So, und da sind wir auch schon in der anderen Dimension. So will ich es mal nennen. So, und wir finden ein Tonband. It is day 5 or 6 on the door. Maybe even a year. Who knows? I don't even get hungry anymore. I stopped eating weeks ago and nothing happened. I can't get out of here. I can't see my kids. I just want to go home. I've grown tired of this void. In time. In my mind, I don't know what to do, and my heart has ceased to tell me anything anymore. It just hurts like hell. I think this is hell. I envy those who end up in hell with other people. I have taken the elevator all the way down. I've backed out so many times. This time, I will go all the way. I have gazed into the abyss long enough now. I'm going down. I'm going to confront the cause of this all. I'm going home. Okay. Also, Karen ist, wie man hört, völlig verzweifelt. Sie hat es einfach satt, hier auf diesem, in dieser Leere, in dieser Hölle hier zu bleiben. So, darüber kämen wir jetzt zurück. Und sie sagt, sie geht da runter. Sie will sich also diesem komischen Wesen oder was es ist halt stellen. So, was haben wir denn hier? Das ist die Probe. Scheinbar. Das ist das Sample von diesem Wesen, was wir gefunden haben. Und sie will da runtergehen. Frage ist, wo ist denn da runter? Kommen wir jetzt denn hier raus? Sind denn hier die Sachen jetzt offen? Ja, die sind offen, aber... Okay, hier haben wir... Hier haben wir jetzt einen Raumanzug. Hier haben wir noch eine Kassette. Hier haben wir die auch noch. Said.
was nothing left for me in the crew quarters. But I felt too afraid to keep going. That needed to stop. So I blocked my way out. Now the only way to go is forward. Yes, Patrick. It's clear where I need to go to end this. I need to face the entity. I could also climb up through the air vents if I wanted. But to where? To the darkness I saw out there a week ago? Patrick, my love. I know how this will need to end. I have to go down there and face that thing. The door has been open all this time. All I need to do is step through it. I've been here, what, a year already? Of course I'm sick. I'm sick of everything. I'm sick of the realm of bars, I'm sick of the realm of beer. I'm sick of being alone. Oh, Patrick. I so miss Ethan and Jess. I miss the people I was here with. Even Ian and his stupid camera. I see the full couple, their cat, and... I miss life, Patrick. I just want to go home. Why would I be recording this? Tja, warum zeichnet sie das einfach nur auf? So, das ist das überspielte Band von Ian. Das haben wir gerade gesehen hier. Das hat sie durchgestrichen, aber vorher Rockmusik drauf. Okay, und sie hat es einfach satt, hier auf diesem Planeten, hier in dieser Leere gefangen zu sein und will jetzt da runter gehen. Human Body Hormonal System. Hormonsystem und Mechanismen des menschlichen Körpers. Umfassendes Handbuch der Hormone in menschlichen Körpern. Auswirkungen auf den Alltag, Auswirkungen auf Organe und Nerven. Wo werden sie hergestellt? Bausteine. So, was haben wir hier? Krankenakten, frühere Beschwerden während Dienst. Hier steht jetzt komischerweise nichts drin. Über die, das muss vorher sein, die Zeit, in der wir gerade sind, weil hier steht bei während Dienst nichts in den Krankenakten. Hier, während Dienst steht nichts drin. Künstliches rechtes Bein, aber sonst steht da nichts. Ian Lem, genau, keine Beschwerden, während Dienst gar nichts. Hatte der nicht irgendwie Bienenstiche oder sowas? Ach, hier steht was, während Dienst, okay. Von uns, bei unserer Krankenakte. Vielleicht haben wir das selber da reingeschrieben, könnte das sein. Und wir brauchen noch einen Schlüssel. Hier lag ja der blaue Schlüssel. Frage ist, wo finden wir den roten Schlüssel? So, das ist hier die Krankenakte der Katze. Die ist ja mehrfach entwurmt worden. So. Wir könnten jetzt hierüber wieder zurückgehen. Aber ich würde sagen, jetzt ist bestimmt der Reaktor offen. Wir gehen mal nach oben. Und dann schauen wir mal, ob oben irgendwas Strom hat oder der Reaktor offen ist. So, da ist die Tür zu. Hier geht's Richtung Control Room. Ach, jetzt ist hier die Treppe weg. Hier sieht's aus.
Das ist wieder das Magazin. Lass mal hier aufräumen, Menschenskinder. So, die Frage ist, wo finden wir jetzt diesen roten Schlüssel? Und sie hat ja gesagt, sie hat den... Oh, nein. Oh, ich dachte gerade, ich wäre festgepackt. Es ging gerade nicht vor und nicht zurück. Das wäre doof gewesen. Sie hat ja gesagt, sie hätte den Gang zerstört. Jetzt geht es nur noch nach vorne. Jetzt kann sie nur noch durch die Tür gehen. Ist vielleicht in der Dimension der Schlüssel drin? Haha, das wäre natürlich... Können ja mal gerade schauen gehen, ob jetzt in dem Pult dieser Schlüssel drin steckt. Das könnte halt auch sein. Nee, stattdessen ist es kaputt. Es ist komplett zerstört. Schwierig, wirklich schwierig. So, da waren wir drin. Geht's denn hier hinten raus? Nee. Hier kommen wir nicht durch, scheinbar. Doch, hier kommen wir durch. Okay. Huch. Hier kommen wir doch nicht durch. Okay. Also, ach, das ist der, das ist das, was sie blockiert hat. Deswegen geht's hier nicht mehr zurück. Also, dann muss es ja hier irgendwo, muss ja hier irgendwo die Lösung sein, wie wir denn hier weiterkommen. Gehen wir uns mal hier die Regale anschauen. So, hier liegen wieder die ganzen Bohrkerne drin. Ach, sie hat ja gesagt, sie hätte können durch die Lüftungsschächte gehen. Aber das wollte sie dann nicht. Können wir auch nicht blockieren oder so. Okay, das war nicht so gut. Ich sollte wohl nicht von so hoch runterspringen. Hier geht's irgendwie, komme ich jetzt hier gerade nicht weiter. Sind hier noch Schränke? Aber alles alt und ja, verfault oder so. Ach, hier ist noch was, okay. Phase. Ändert sich hier was? Die Frequenz ändert sich hier. Müssen wir das vielleicht auf eine Nulllinie bringen? Auf dieselbe Frequenz stellen.
sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Aha. Haben wir es doch fast. Keine Ahnung, ob das jetzt was bringt hier. Ja, vielleicht ist das völliger Blödsinn, was ich hier gerade versuche. Ich glaube, wir müssen die Frequenzen alle auslöschen. Viel besser kriege ich es irgendwie auch nicht hin gerade. Dass jetzt irgendwas gebracht hat, ich vermute eher nicht. Gibt es denn hier sonst noch irgendwas? So, hier hat sie scheinbar geschlafen. Killshot. A gateway driver is hired by a secret government agency to enter the illegal racing circuit. A truce too evil to behold. Fast action, big consequences. So, was ist das? Sind wir das vielleicht? Pi-Dezimals. Die Pi-Zahl. Hä? Die hat doch kein Ende. So, was ist das? Irgendwie Gas? So, hier sind die Stiefel von ihr. Das jetzt schon wieder. Hier kann man aber auch alles irgendwie einschalten. Was ist das hier überhaupt für eine komische Tastatur? Die sieht ja ganz anders aus. Können ja mal spaßeshalber Pollen reinschreiben. Oh. Mist. Mist. E. O. Passiert nichts. How one single system solved so many people. Solved so many problems and caused some more. Das ist aber da oben dieser komische Organismus. Wir können ja mal dahin gehen. Klettern wir mal hier hoch. Mal gucken, ob das was bringt. Ich glaube eher nicht.
Bringt uns nichts. Ginge es denn hier weiter? Ja, da ist mal irgendwie eine Treppe oder sowas. Da sind zwei Griffe. Vielleicht sind wir auch einfach... Na komm, geh runter. Vielleicht sind wir hier in der Dimension auch einfach fertig. Haben wir oben? Oben war auch nichts. Gehen wir mal hier raus aus dieser Dimension. So. So, da hat das Spiel auch gerade gespeichert. Und wir brauchen unbedingt diesen roten Schlüssel und ich hoffe, wir werden ihn in der nächsten Folge finden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut, bis demnächst und tschüss.